Servus Freunde und willkommen zurück. Die meisten kennen es, die meisten haben damit angefangen. Und ja, was soll man sagen? Verrutschte Wheelbase, verrutschte Pedale. Einfach ein sich wegschiebender Stuhl beim Bremsen oder Beschleunigen. Wir kennen es doch alle und wir lieben es doch so sehr. Ja, und genau dieses Problem mit dem wegschiebenden Stuhl, das war bei mir das Problem. Und ich sage nochmal Danke an den Zuschauer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Mir ist es wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Erst als ich dann die Videos angeguckt habe, nochmal. Und ich lasse mal hinten auch so ein paar Beispiele laufen von diesen kuriosen Bremsfails, nenne ich es jetzt mal. Es war einfach wirklich so, ich habe dann letztendlich nicht so stark auf die Bremse gedrückt, wie ich eigentlich müsste, weil ich immer diese Angst im Kopf hatte oder habe, dass ich mich mit meinem Schuh wegdrücke. Und das sollte es ja auch eigentlich überhaupt nicht sein und das darf es ja auch einfach nicht sein. Aber das ist halt das Problem, wenn man einfach an einem Schreibtisch fährt und dort nicht irgendwie noch eine Vorrichtung hat, um wirklich alles auszuschließen. Ich meine, bei den Pedalen, da habe ich das ja gemacht, da konnte ich das relativ gut hier einfach mit so Kanthölzern ganz normale Kanthölzer, konnte ich mir da einfach so eine Wegrutschhilfe bauen, in Anführungszeichen. Aber das Problem einfach auch an der Wheelbase dann zum Beispiel, ich meine, klar, die ist ordentlich fest und alles, aber irgendwie, manchmal rutscht sie doch so ein bisschen weg. Und ja, das kann man dann manchmal nicht unbedingt so verhindern, außer man hat einen Wig. Und das größte Problem einfach ist das mit dem Stuhl. Weil man kann nicht mal eine Low-Cell-Bremse fahren, ohne wirklich einen Wig zu nutzen oder um irgendeine Vorrichtung zu haben, dass der Stuhl nicht wegrollt. Weil ansonsten mit einer Low-Cell muss man ja noch stärker das Bremspedal betätigen. Somit ist ja die Wegrollgefahr noch viel, viel höher. Und in meinem Fall wäre es wirklich so, es wäre nicht möglich, eine Low-Cell-Bremse. Mit meinem Setup, mit meinem momentanen Setup. Ja, und hier zeige ich es jetzt auch nochmal im Fanatec Control Center, also quasi im Treiber. Es kommt wirklich drauf an und das Phänomen habe ich nicht nur bei der Bremse, sondern halt auch beim Gaspedal so ein bisschen, weil dann bleibt der Druck halt doch nicht so extrem hoch und auch hier beim Bremsen, ich habe immer mal so ein bisschen stärker, ein bisschen weniger. Ich habe mal richtig reingedämmelt und ich habe mal so, wie ich typischerweise bremse und da sieht man, ich komme dann nicht immer auf 100% und das ist halt so einfach nicht zu lösen, zumindest nicht jetzt hier im Treiber. Und deswegen gibt es dann halt auch immer noch die Möglichkeit, genau dagegen zu steuern im Spiel. Genau, und zwar kann man in den Optionen unter dem Punkt Steuerung dort bei der Bremse und auch beim Gaspedal einfach diesen Pfeil nach unten machen und dort kannst du ein oberes und auch ein unteres Limit setzen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel bei der Bremse auf 14% gesetzt und rein theoretisch, klar, könnte ich jetzt auch noch auf 15%. Ich habe es ein bisschen höher gemacht, weil bei 10% war es auch manchmal wirklich noch so, dass ich ganz knapp nicht vollgebremst habe. Und beim Gaspedal habe ich auch mal gedacht, komm, wir machen mal die 1% hin und ja, damit sollte es doch, denke ich mal, relativ gut funktionieren. Und bei der Bremse, muss ich sagen, hatte ich bisher dann nicht mehr wirklich die Probleme gehabt. Es war dann, ich sag mal, in 99% der Fälle hat es völlig ausgereicht. Und genau das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, und wo lässt sich's besser testen als auf Nürburgring? Wo genau dieser Kommentar geschrieben wurde und wo mir das dann auch wirklich zum ersten Mal aufgefallen ist und wo ich mich ja noch im Rennen gefragt habe, warum bremst der BMW so schlecht? Warum habe ich so einen langen Bremsweg und komme auf der Bremse null damit klar? Und ja, wenn man das Bremspedal wirklich komplett durchdrückt und vernünftig bremst, ist der BMW hier echt richtig gut auf der Bremse. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal die Runde an.
So, hier gehen wir in die letzte Kurve. Und schon muss ich sagen, es klappt das, was die ganze Zeit nicht so wirklich klappen wollte. Und zwar, wir schaffen die 1,54. Und hier sogar eine 1,54,8, was zu dem Zeitpunkt schon fast meine allerbeste Runde auf dem Nürburgring bis dato überhaupt war. Also ja, mit dem BMW war das die beste Runde, aber mit dem Porsche war ich noch einen ganz kleinen Ticken schneller. Aber auch hier jetzt, wie gesagt, mit dem BMW meine absolute Bestzeit mit diesem Fahrzeug auf Anhieb sogar geschlagen. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich hoffe, damit ist das eine Problem gelöst, aber es hebt nicht ein Rig auf und ein Rig sollte trotzdem noch quasi das Ziel sein, was man im Sim Racing dann haben sollte. Und auch dieses Ziel werde ich irgendwann demnächst, wann auch immer, werde ich mir hoffentlich erfüllen können. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen damit Klarheit schaffen und vielleicht auch dem einen oder anderen helfen. Und ja, ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich dann wieder bei einem Rennen. Also bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.